Keine Grenze verlockt mehr zum Schmuggeln als die Altersgrenze. Es genügt nicht, keinen Gedanken zu haben. Man muss ihn auch ausdrücken können. Ungerechtigkeit muss sein, sonst kommt man zu keinem Ende. Gute Ansichten sind wertlos. Es kommt darauf an, wer sie hat. Die Zeitungen haben früher das Niveau ihrer Journalisten gehabt und haben jetzt das ihrer Leser. Ein Gedicht ist so lange gut, bis man weiß, von wem es ist. Eine umfassende Bildung ist eine gut dotierte Apotheke, aber es besteht keine Sicherheit, dass nicht für Schnupfen Cyankali gereicht wird. Kunst ist etwas, was so klar ist, dass es niemand versteht. Wenn die Sonne der Kultur tief steht, werfen selbst die Zwerge lange Schatten. Der Anspruch auf einen Platz an der Sonne ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass sie untergeht, sobald er errungen ist. Am Chauvinismus ist nicht so sehr die Abneigung gegen die fremden Nationen als die Liebe zur eigenen unsympathisch. Ein Paradoxon entsteht, wenn eine frühreife Erkenntnis mit dem Unsinn ihrer Zeit zusammenprallt. Wenn die Eltern schon alles aufgebaut haben, bleibt den Söhnen und Töchtern nur noch das Einreißen. Der Schwache zweifelt vor der Entscheidung, der Starke danach. In der deutschen Bildung nimmt den ersten Platz die Bescheidwissenschaft ein. Man verachte die Leute, die keine Zeit haben. Man beklage die Menschen, die keine Arbeit haben. Aber die Männer, die keine Zeit zur Arbeit haben, die beneide man. Ungeschoren zu bleiben, ist der Wunsch aller Schafe. Frage deinen Nächsten nur über Dinge, die du selbst besser weißt. Dann könnte sein Rat wertvoll sein. Der Philosoph denkt aus der Ewigkeit in den Tag, der Dichter aus dem Tag in die Ewigkeit. Das Übel gedeiht nie besser, als wenn ein Ideal davor steht. Psychoanalyse ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich hält. Der Ausdruck sitze dem Gedanken nicht wie angenommen, sondern wie angegossen. Man muss jedes Mal so schreiben, als ob man zum ersten und zum letzten Male schriebe. Gesund ist man erst, wenn man wieder alles tun kann, was einem schadet. Satiren, die der Zensor versteht, werden mit Recht verboten. Besser, es wird einem nichts gestohlen. Dann hat man wenigstens keine Scherereien mit der Polizei.
Eine Frau, die nicht hässlich sein kann, ist nicht schön. Wenn ein Frauenkenner sich verliebt, so gleicht er dem Arzt, der sich am Krankenbett infiziert. Berufsrisiko. Die Frauen sind die besten, mit denen man am wenigsten spricht. Wie schön, wenn ein Mädchen seine gute Erziehung vergisst. In einen hohlen Kopf geht viel Wissen. Die Gedankenfreiheit haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch die Gedanken. Da das Halten wilder Tiere gesetzlich verboten ist und die Haustiere mir kein Vergnügen machen, so bleibe ich lieber unverheiratet. Sie ist mit einer Lüge in die Ehe getreten. Sie war eine Jungfrau und hat es ihm nicht gesagt. Willst du ein klares Urteil über deine Freunde gewinnen, so frage deine Träume. Wenn ich manche Leute zurückgrüße, so geschieht es nur, um ihnen ihren Gruß zurückzugeben. Auch ein anständiger Mensch kann, vorausgesetzt, dass es nie herauskommt, sich heutzutage einen geachteten Namen schaffen. Diplomatie ist ein Schachspiel, bei dem die Völker matt gesetzt werden. Wo nehme ich nur all die Zeit her, so viel nicht zu lesen? Ein Blitzableiter auf einem Kirchturm ist das denkbar stärkste Misstrauensvotum gegen den lieben Gott. Der Teufel ist ein Optimist, wenn er glaubt, dass er die Menschen schlechter machen kann. Die Hässlichkeit der Jetztzeit hat rückwirkende Kraft. Die Undankbarkeit steht oft in keinem Verhältnis zur empfangenen Wohltat. Fantasie macht nicht Luftschlösser, sondern Luftschlösser aus Baracken. Das Chaos sei willkommen, denn die Ordnung hat versagt. In der Liebe ist jener der Hausherr, der dem anderen den Vortritt lässt. Ich beherrsche nur die Sprache der anderen. Die meinige macht mit mir, was sie will. Die stärkste Kraft reicht nicht an die Energie heran, mit der manch einer seine Schwäche verteidigt. Schein hat mehr Buchstaben als Sein.